Willkommen zurück zu Gothic 1. Ja, wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass wir den Telekinese-Zauber nicht einsetzen konnten, weil wir zu wenig Mana hatten. Ich habe meinen alten Spielstand geladen. Und ja, habe jetzt einmal auf Mana gelevelt. Und schwimmen jetzt. Ich finde ihn jetzt auch. Das wäre jetzt absolut fail, wenn ich ihn nicht finden würde. Aber er sollte ja auch direkt am Eingang liegen. Mal gespannt, wie jetzt weitergeht. Ihr müsst ja praktisch jetzt hier irgendwo liegen. Da. So, und das ist der letzte Fokusstein, meine Freunde. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Würde ich jetzt sagen, wir nutzen den Teleportzauber hier. Teleportieren uns jetzt. Und reden mit Satoras. Satoras, hallo. Satoras. Sei gegrüßt. Danke. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen? Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt. Um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Gut. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden.
aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Oh, Kapitel 5. Aber bevor wir uns jetzt mit dieser Dings holen, wir uns zuerst mal unsere Billionen. Sei gegrüßt! Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Ich sehe, du bist einer unserer Söldner geworden. Sehr gut, alles Weitere wird sich mit der Zeit zeigen. Okay, ein bisschen Magie würde echt nicht schaden. Zumindest einen ersten Kreis. Sei gegrüßt. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Zeig mir deine Ware. Er hat 8 Erz. Okay. Oh, Junge. Aber behalt's für dich. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Ja, ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich will erst mal gucken, was ich das alles kicken kann. Mal das hier. So, geben wir jetzt kein Geld aus. Ich halte mich da lieber raus. Schattenläufer, Wurfsfell. Nicht besonders schlau. Ja. So, was wir noch ganz viel haben, aber sind. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Nicht besonders schlau. Ja gut, alles kann komm. Schon sein. Das ist okay, so. Machen wir den ersten Kreis, ne? Oder? Ja. Da haben wir noch ein paar von... Energiebonus. Ach, das sind die guten, okay. Ich kann auch nicht alles glauben, was man hört. Brauchen wir nochmal hier so ein paar. Können wir den ganzen Inventar mal hier loswerden. Aber behalt's für dich, also, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Super gekauft, ne? Hier. Wo ist das Schwert? Langbogen. Mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und wahrscheinlich ist durch. Gut. Perfekt. Du bist auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Erstmal abwarten. Gut, perfekt. So, wir haben zwar jetzt keinen Geldgewinn gemacht, so im Ganzen, aber dafür haben wir jetzt ganz viele Heiltränke, die wir brauchen. Also so stark sind wir noch nicht. Quatsch wird viel. Das passiert mir nicht nochmal. Ich weiß nicht, ja, alle. Ich
Quatsch mit vielen. Man muss eben aufpassen, das passiert mir nicht nochmal. Solange ich damit nichts zu tun habe. Eine schwere Rüstung kaufen. Ich weiß kaum, dass sich daran was ändern wird. Aber bei uns. Was ist denn jetzt? Ich höre nicht auf. Komm schon. Ja, die haben ja schon was von weg, stimmt. Wo ist denn jetzt hin? Nicht besonders schlau. Klar, dass das ärgert. Ey, Urik, wo ist Lee? Aber halt's für dich. Hallo. Hallo. Ja, wo ist Lee? Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle bet... Kann ich da mal vor... Ja, na, schon auf. Okay, ja, super. Na gut. Gehen wir jetzt noch zu ihm hier. Die wollte auch eine Belohnung schon. Hallo. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Dann heißt das, ich muss jetzt zurück ins alte Lager mit der Bruchwolle oder so, was ich mir gegeben habe. Oder vielleicht mal wieder Mana verdienen. Mal gucken, so. War nicht besonders schlau. Ich habe kaum Hat er mir nicht eine Rune? War nicht besonders schlau. Für den Wassermagier. Aus dem Sumpflager Eifer. Da wollte ich alles kaufen. Quatsch wird viel. Na ja, mal was. Okay. Thomas hat in den letzten Gefallen von mir gefordert. Im Militik für die Sprengung Erzoblief der Feuermagier aus dem alten Lager. Ich weiß noch nicht, ich glaube, es Magier aber reden soll, einen Plan mitzuwirken, der das Ende hier. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt einfach zum alten Lager. Gut. Ich halte mich da lieber raus. Also. Kann schon sein. War nicht besonders schlau. Nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Gut, dann gehe ich jetzt mal zum alten Lager. Na, einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ist okay. Oder? Ich werde mich rächen. Chill. Ja. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ich kann dir nichts. Okay. Ich brauche eine... Die Rüstungen! Schwer. Gib mir die schwere Rüstung. Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Und glaub mir, sie ist das Erz wert. Na gut, wenn du was sagst. Kann ich da mal vorbei?
Nee, du laberst mich hier voll. Ich verschwinde wegen dir mein, ja. Ach, okay, jetzt aber. Er quatscht mich einfach von der Seite an, der Ali, ey. Was ist mit dem Fall? Na, super. Und hören, Otto. Naja, weiter geht's. So, mit Lefty mal eine drüber hauen. Schon gut, schon gut. Mehr Lefty. Kümmerliche Vorstellung. Ja. Schon gut. Ein kleiner Windstoß gut. Und der wäre auch umgefallen. Das macht so einen Spaß, immer mal wieder Lefty einen auf den Deckel zu geben. Er hat's verdient. Auf zum alten Lager. Wir müssen ja gleich bei Cavalon vorbeikommen, ne? Oh, Cavalon. Ha, eigentlich ist er ja ein voll korrekter Dude, aber ja, manchmal, ne? Manchmal muss man auch Leute verprügeln. Der Cavalon ist leider so ein, ich sag mal, ganz ein Opfer, der hier mitten in der Wildnis steht, sich nicht wehren kann, weißt du? Wenn er wenigstens so einen Kasten hätte. Und sich ordentlich gegen mich wehren würde, ja? Oh, was bist du denn? Skorpion. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Kann ich von dir lernen? Wenn du genug Erz hast, zeige ich dir den Umgang mit der Armbrust. Gib mir einfach 200 Erz. Okay. Ja, machen wir mal. Einverstanden. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust. Gut. Fangen wir direkt an. Fasse die Armbrust am Schaft an, um ruhig zielen zu können. Drücke sie an deine Schulter. In den ersten paar Tagen wirst du ein Gefühl haben, als ob dir die Schulter abfällt. Aber schon nach einer Woche hast du eine Schulter wie aus Stein. Visier dein Ziel an und zieh durch. Der Bolzen bekommt mehr Kraft als ein Pfeil durch einen gespannten Bogen. Von daher richtest du mehr Schaden an. Okay. Zeige mir mehr über den Umgang mit der Armbrust. Kostet dich 300 Erz. Lass uns direkt anfangen. Ich kann. Alles klar bei dir? Ich habe mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Okay. Zeig mir deine Ware. Ja gut, so viel Geld habe ich denn auch jetzt nicht, aber okay, passt so perfekt. Stärkebono 20 und mit. Ist irgendwas. Ja. Super. Hast du vielleicht noch einen? Zeig mir deine Ware. Ich krieg nicht keinen Ring oder sowas. Ja.
Dann mache ich das. Ja, komm. Dann, selbst Bolzen habe ich jetzt nicht so viele, aber es reicht. Ja, gut. Ja, Kamera nicht. Trotzdem einen drüber. Ich bin ernst dabei. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Ja. Komm, dann essen lassen wir ihn mal. Ich will nur die. Tut mir leid, Kavallon. Ich brauche ein bisschen Erz. Ich habe viel ausgegeben. Der arme Junge, tut mir schon leid. Bleib locker, hast gewonnen. Ich weiß. Ja, dann mal weiter. Aber bevor wir ins alte Lager gehen, mache ich einmal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.